کنفرانس در برلین به مناسبت روز جهانی حقوق بشر. آزادی و حقوق بشر در ایران تنها راه صلح در منطقه. سخنرانی خانم مریم رجوی و سخنان نمایندگان پارلمان فدرال و شخصیت‌های سیاسی آلمان. بیانیه مشترک بیش از 500 نماینده پارلمان شامل 180 نماینده پارلمان فدرال آلمان از تمامی فراکسیون‌های پارلمانی فراخوان به اتخاذ یک سیاست قاطع در قبال رژیم آخوندی، حمایت از مقاومت مردم ایران. سخنرانی‌های کارستن مولر، عضو ارشد کمیسیون قضایی در پارلمان فدرال آلمان، کاتیا آدلر، نماینده پارلمان فدرال آلمان از حزب لیبرال، دیانا اشتوکر، نماینده پارلمان فدرال آلمان از حزب دموکرات مسیحی، اینگو بودکه، نماینده پارلمان فدرال آلمان از حزب لیبرال، ارهارد گروندل، نماینده پارلمان فدرال آلمان از فراکسیون سبزها، پروفسور ریتا زوسموت، رئیس مجلس فدرال 1988 تا 1998، دکتر فرانس یوزف یونگ، وزیر پیشین دفاع آلمان، لئو داتسنبرگ، رئیس کمیته دوستان ایران آزاد در آلمان، مارتین پاستلت، نماینده پیشین پارلمان فدرال، نایب رئیس کمیته دوستان ایران آزاد در آلمان، کاترین بورن مولر، رئیس افتخاری جامعه بین المللی دفاع از حقوق بشر، و کریستیان سیمرمن، عضو هیئت رئیسه کمیته دوستان ایران آزاد در آلمان. کارستن مولر: اگر می خواهید نگاهی به گستردگی پشتیبانی از مقاومت بیندازید، به این کتاب نگاه کنید. بیش از 500 نماینده از همه احزاب و همه جناح‌ها در پارلمان ایالتی و 180 نماینده پارلمان فدرال آلمان در بین امضا کنندگان هستند. این رژیم با شیوه های موذیانه و بسیار ماهرانه در سیستم های اطلاع رسانی جهان آزاد غرب نفوذ و حقایق را مخدوش می کند و به اصطلاح کارشناسان امور ایران در جمهوری فدرال آلمان گماشته می شوند. Wenn wir heute an diesem besonderen Tag uns hier versammeln, dann ist es, glaube ich, nicht verkehrt festzustellen, dass die bisherige Iran-Politik des Westens und leider auch der Bundesrepublik Deutschland im Ergebnis jedenfalls versagt hat und keinen Erfolg gehabt hat. Und wir haben heute nach mehr als 15 Monaten der entschlossenen Proteste auch im Iran, er ist immer noch mit diesem mörderischen Mullah-Regime zu tun, das seine mörderische Fratze Tag für Tag aufs Neue zeigt. Und gleichwohl, unsere Unterstützung lässt nicht nach. Das reicht aber nicht. Sie muss stärker werden, denn ansonsten ist diesem Mullah-Regime offensichtlich keine Einheit zu gebieten. Und ich freue mich deswegen, dass sich eine Reihe von Kolleginnen und Kollegen im Übrigen, und das ist mir wichtig, aus unterschiedlichen Fraktionen des Deutschen Bundestages hier heute sehe und mit begrüßen kann. Sehe ich den Kollegen Bodke, sehe die Kollegin Adler. Und das sind längst nicht die. Wer sich noch mal die Breite der Unterstützung anschauen will und sich dessen vergewissern will, der schaut mal hier in dieses Buch, das wir auch Mariam Rajavi, und ich freue mich besonders, dass Sie zugeschaltet sind, liebe Frau Rajavi, dass wir Frau Rajavi in einer Ausgabe auch vor einigen wenigen Monaten übergeben haben. Sie finden in diesem Buch Unterzeichnerinnen und Unterzeichner eine Erklärung,
Es sind über 500 Abgeordnete aus allen Parteien, aus allen Fraktionen in Landtagen und es sind auch 180 Mitglieder des Deutschen Bundestages dabei. Und das ist eben wichtig. Wir können den Menschenrechten im Iran nur zum Durchbruch verhelfen, wenn wir gemeinsam über alle Partei- und Fraktionsgrenzen hinweg uns für eine viel entschlossenere Politik gegenüber diesem mörderischen Regime entscheiden und verpflichten. Und ich will Ihnen ganz aktuell berichten, das Thema der Unterdrückung von freiheitsliebenden Menschen im Iran war heute auch an mehreren Stellen bei Debatten im Deutschen Bundestag, wie gesagt, heute vor wenigen Stunden Thema bei verschiedenen Tagesordnungspunkten. Jetzt können wir uns natürlich die Frage und müssen wir uns auch die Frage stellen, warum hält sich dieses Regime noch immer, weil es mit unsäglicher Menschenverachtung und Brutalität vorgeht, aber auch, weil es besonders perfide Freiheitsbestrebungen und Informationspolitik über das wahre, über die wahren Hintergründe des Regimes im freien Ausland unterwandert und unterdrückt. Und hier wird sehr geschickt, das muss man zugeben, vorgegangen. Es werden sogenannte Iran-Experten implantiert und bedauerlicherweise auch in der Bundesrepublik Deutschland fallen immer noch Vertreterinnen und Vertreter beispielsweise der freien Presse auf genau solche Kräfte hinein und nehmen sie als authentische und angeblich unabhängige Berichterstatterinnen und Berichterstatter. Und das wird dann noch begleitet von einigen gefällig klingenden Bezeichnungen, nämlich der angeblichen Behauptung, oder der Behauptung, dass angebliche Reformer nunmehr an der Staatsspitze des Iranes stünden. Das Gegenteil ist der Fall. Meine Damen und Herren, deswegen ist es wichtig, dass wir uns heute hier versammeln, dass wir die Stimme der Opposition im Iran hören und sie unterstützen. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, ich hatte eben etwas zu der perfiden Unterwanderungspolitik gesagt und deswegen freue ich mich auf eine oftmals vor Ihnen liegende Broschüre, buchartige Broschüre, hinweisen zu dürfen, nämlich das Einflussnetzwerk des Iran in der europäischen Politik. Dort wird anhand ganz konkreter Beispiele diese Unterwanderung und diese Desinformationskampagne auf allen Kanälen und der Inanspruchnahme von freien Presseorganen, allerdings auch über eigene, beispielsweise Kanäle in sozialen Medien, berichtet. Wir benennen diejenigen, die sich dafür hergeben und es werden auch diejenigen benannt, die das tatsächlich aus Teheran heraus. Und meine Damen und Herren, ich freue mich nun ganz besonders, dass ich die Rede von Frau Rajavi, die uns direkt zugeschaltet ist, ankündigen darf. Frau Mariam Rajavi ist die Präsidentin des Nationalen Widerstandsrates Iran, hat sich seit mehr als 5 Jahrzehnten dem Widerstand gegen dieses mörderische Regime verschrieben. Und richtigerweise muss man sagen, es ist nicht nur dieses mörderische Regime, sondern Mariam Rajavi hat sich gegen 2 mörderische Regime zur Wehr gesetzt und sie war bereits im Widerstand gegen die Schah-Diktatur. Das Ganze ist umso bemerkenswerter, als dass sie nicht nur viele Tausende von Weggefährten dabei verloren hat, sondern auch einen hohen Blutzoll in der eigenen Familie hinnehmen musste. Und wenn ich richtig informiert bin, hat Mariam Rajavi 6 Angehörige aus ihrer engeren Familie selber in diesem Freiheitskampf verloren. Meine Damen und Herren, ich will noch in aller Kürze, weil ich eben einen Punkt auch erwähnte, auf den 10-Punkte-Plan von Mariam Rajavi hinweisen. Wir alle wünschen uns einen freiheitlichen, demokratischen Iran mit freien Wahlen, mit Gleichberechtigung der Geschlechter, mit der Trennung von Staat und Religion und einen atomwaffenfreien Iran. Und ich hatte eben darauf hingewiesen, im November hat dieses mörderische Mullah-Regime 123 Menschen hingerichtet. Die Zahl der vollstreckten Todesurteile seit Beginn der großen Freiheitsunruhen im Iran ist deutlich 4-stellig. Und an dieser Stelle sollten wir an die ganzen Opfer denken und an ihre Angehörigen. Und deswegen finde ich es auch umso bemerkenswerter
und umso zentraler, dass sich der Nationale Widerstandsrat zur Abschaffung der Todesstrafe erklärt und bekannt hat. Meine Damen und Herren, freuen Sie sich mit mir zusammen auf die Ansprache von Mariam Rajavi und ich darf insofern das Wort weitergeben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.